Wie süß! So nah habe ich noch keine untergeordnete Lebensform vor mir gesehen. Ob wir wohl einen als Haustier mitnehmen können? Ich mag diesen Alten hier. Ich verbitte mir diese Vertraulichkeiten. Wir verlangen umgehend freigelassen zu werden. Schau mal, das ist der Erfinder des Transmitters. Ihr habt den Transmitter? Klar, wir haben ihn als Hausaufgabe repariert. Du könntest doch nicht so dumm sein. Kinder, jetzt schmeißt nicht mit dem bösen D-Wort rum, sonst geht Onkel Darren gleich in die Luft. Gut, Leute, ich liebe diese primitive Emotionen. Tille, tille. Hufe weg! So, Kinder, jetzt müsst ihr aber in den Philosophieunterricht. Professor Bern wartet am Hügel des großen Einhorns auf euch. Mensch, selbst eure Schulkinder sind krasse Gesangstalente. Was höre ich da? Ihr habt Einhörner? Einhörner sind die höchsten Wesen. Wir verehren sie. Leider gibt es auf unserem Planeten keines mehr. Und was ist die gigantische Statue da drüben? Das ist unser Monument des hornlosen Einhorns. Die Legende sagt, dass eines Tages das Einhorn sein Horn zurückerhalten und wieder zum Leben erwachen wird. Okay, ihr huldigt einem hornlosen Einhorn, das aussieht wie eine überdimensionale Pinata. Und wir sind die untergeordnete Lebensform. Nur aus diesem Grund haben wir euch gerettet. Lo, sie merkt wirklich nicht, wenn sie gedisst wird. Wie soll ich es nur auf diesem Planeten aushalten? Jetzt konzentrier dich halt, Depp. Es geht ausnahmsweise mal nicht um dich. Wir haben dich auserwählt, Cole Staunton. Edgelo, geht doch um mich. Wir haben dich auserwählt, um unsere Prophezeiung zu erfüllen. Mach ich doch glatt. Ich bin vor Stolz schon 2 Zentimeter gewachsen. Die Prophezeiung sagt, dass nur der wahrhaft dümmste Mensch der Galaxis in die Höhle der ewigen Finsternis hinabsteigen kann, um das Horn des hornlosen Einhorns hervorzuholen. Aha. Soll das heißen, dass du mich für den dümmsten Menschen der Galaxis hältst? Leute, das Lachen tut weh. Ey, Kumpel, nimm's sportlich. Wenigstens bist du in einer Sache die Nummer 1. Haha, du Scherzkeks. Recycelte Witze sind die besten, was? Okay, Velvet, was soll ich machen? In die Höhle gehen und das Horn herausholen. Wir haben Jahre nach dir gesucht. Charmant. Und was bekomme ich, wenn ich euch das Hörnchen bringe? Eure Freiheit? Bisschen wenig, oder? Ein Ticket nach Hause? Es wird schon wärmer. Pack den Transmitter drauf und wir haben einen Deal. In Ordnung, Cole Staunton. Möge die Kraft des Regenbogens mit dir sein. Mensch, Pocahontas, dich mit Regenbogen, das halte ich nicht aus.